Japan jubelt, Deutschland verliert. Nach dem WM-Aus des DFB-Teams wird harte Kritik am Spiel der deutschen Mannschaft laut. Doch ein weiterer Punkt trug zum Scheitern der Nationalmannschaft bei: Japans Siegtor gegen Spanien. In der 53. Minute übernahm Japan mit dem 2:1 durch Ao Tanaka die Führung. Nach dem Spiel wird die Szene heftig diskutiert. Genauer, die Vorbereitung durch den eingewechselten Kaoru Mitoma. Dieser schob den Ball von der Torauslinie zurück ins Spiel. Oder war der Ball doch im Aus? Fotos der Szene zeigen, wie sich der Ball scheinbar in vollem Umfang hinter der Linie befindet. Schiedsrichter Victor Gomez ließ den Treffer danach minutenlang vom Videoassistenten prüfen. Der gab das Tor und schickte Japan so ins Achtelfinale. Wichtig zu wissen: auch wenn der Ball auf den Fotos klar über der Linie zu sein scheint, können Kameraperspektiven den Winkel deutlich verzerren. Und es reicht, wenn die äußerste Seite des Balles noch über der Linie schwebt. Durch dieses Tor war die DFB-Elf beinahe chancenlos. 7 Tore Vorsprung hätten sie für ein Weiterkommen gegen Costa Rica gebraucht. Die sogenannte Tatsachenentscheidung im Japan-Spiel kann auch im Nachhinein nicht mehr angefochten werden.